Lieber, gibt es vielleicht einen Trick? Ich benutze sehr gerne Plastikfolien, um dass die Roulade schön dünn wird, aber nicht zerreißt. Die Rinderroulade lege ich jetzt in die Plastikfolie rein. Ich habe sie vorher geöffnet auf der einen Seite. Jetzt können wir sie schön dünn auf ca. 3 bis 4 mm plattieren. Alle Gastgeber, Rezepte unter www.topfgucker-tv.de.